So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Warframe mit einer neuen Mission. Hier Venus muss ich lang und zwar geht's hier unten weiter. Kilicken, ich klicke jetzt auf Kilicken und das ging flott. Das ist schön. Kaum Wartezeiten oder so. Und ich bin direkt in einer bestehenden Runde, glaube ich, drin. Nicht von Anfang an. So, und das ist... Aha, hier hinten ein Waypoint. Eine Verteidigungsmission, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, oh, Welle im Anmarsch. Ja, wo bin ich denn? Nicht am richtigen Ort, wie es aussieht. Hier, rauf mit dir. Sehr gut machst du das. Mein lieber Excalibur, was kann ich hier machen? Die Seilrutsche benutzen. Wo sind denn die Wellen im Anmarsch? Mein Surfbrett habe ich leider zu Hause vergessen. Oh, wow, okay, diese Wellen. Gegner, was können manche Leute hier denn eigentlich? Ich komme mir so UP vor, so underpowered. Und die sind so over. It's over 9000. Was geht mit euch? Der explodiert einfach. Junge, pack mal deine starken Waffen weg. Ich denke, es ist wirklich schön langsam an der Zeit für mich auch mal aufzurüsten. Welle abgeschlossen. Okay. Kommen da noch mehr? Ah, links oben steht hier Welle 1. Warframe 100%. Das heißt, den müssen wir verteidigen, ansonsten haben wir verloren. Ah, Verteidigungsmission, ja. Jetzt ergibt natürlich alles einen Sinn. Da kommen schon ein paar angehopst, die der Schilling gleich wegmopst. Hoffentlich. Der da hinten tanzt den Harlem Shake. Ich dachte, das ist eigentlich schon out, aber gut. Man kann sich ja auch irren. Das Internet ist Neuland für uns. Zitat Angela Merkel, 2013. Ja, stimmt. Das Internet ist vollkommenes Neuland. Es birgt so viele Gefahren in sich. Das ist unglaublich. So, die nächste Welle abgeschlossen. Ich muss mir mal einen besseren Platz hier suchen. So, vielleicht hier bei diesem Steinchen da. Da oben eventuell. Von hier werde ich die Wellen wegsnipen. Ja, das gefällt mir hier doch schon. Versteckt sich der da unten? Ach, der gehört zu uns. Kommen die Wellen? Oh, hier hinten. Wo bist du? Ah, okay. Zum Glück sind die... Wow, 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 wow. Zum Glück sind die Waffen trotz großer Entfernung noch halbwegs präzise. Das gefällt mir ganz gut. Aber die Gegner haben hier keine Chance. Wow. Oder ich habe keine Chance. Jetzt, Moment. Ciao. Ah, so knapp. So knapp einfach verfehlt. Nächste Welle abgeschlossen. Wie viele gibt es denn da? Das wird ja hier schon fast zur Dauerwelle. Ich dachte, die ist auch nicht mehr in. Naja, was weiß denn ich schon? Was weiß denn ich schon? Alle haben einen Begleiter, der auch herumballert. Aber das gefällt mir mal. Das ist ein anderer Missionsstil. Nicht immer nur herumlaufen und weiterlaufen, sondern hier auch mal was verteidigen. Sorgt für Abwechslung. Man muss auch echt immer ganz gut aufpassen, wo denn überhaupt die Gefahr lauert. Wo bewegt sich was? Allzu bunt sind die Gegner ja nicht gerade. Da-dam, 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 da-dam. Ich verstecke mich jetzt hier mal. Gehe der Gefahr ein wenig entgegen. Wer ballert auf mich? Die anderen verwechseln mich anscheinend. Ah, hier ist ein schönes Versteck. Jetzt können sie kommen. Fusionskern, ungewöhnlich 5. Wow, wow, wow. Wo ist die nächste Welle? Keine Ahnung. Meine Spieler anscheinend... Ah!
Da war noch ein Gegner versteckt. Okay, gut. Man muss also immer wirklich erst 100% clearen und danach geht's erst weiter. Hier ein Waypoint, schön und gut. Warum tust du das nur? Wie oft sich diese Frau hier hineinschummelt in mein Video. Ich bin wirklich froh, dass ich die gleich zu Beginn ausgestellt habe. So, jetzt kommt hier Nachschub. Ein einziger? Nein, das sind schon mehrere. Nur irgendwie laggen die manchmal hinterher. 65, 65, 65. Hey, wow. So nicht. Nicht mit mir. Aber sowas von nicht. Zack. Das macht Spaß. 65, 65, was ist denn da los? Der knallt die ab wie ein Wahnsinniger. Ich sammle hier mal ein. Keine Ahnung, meine Munition ist... Nein, die ist gar nicht mal voll. Komm, sammel hier. Sammel, sammel, sammel. Heile dich auf. Oh, wie episch du aussiehst, Mann. Wenn ich groß bin, will ich mal genauso wie du werden. Ich bin noch ein junger Padawan. Welle abgeschlossen. Hey, cool. Beanspruchen und beenden. Warte mal, keine Ahnung. Kampf natürlich. Kampf, Kampf. Was bist denn du für eine Lusche? Willst dir einfach klein beigeben. Kampf. Der Boss. Natürlich. Action. Hey, die Zeit nur noch 7 Sekunden. Ah, dann kommt vermutlich die nächste Welle. So, ich campe mal hier gleich. Geh auf. Sesam, öffne dich. Und ihr kommt nicht mal 3 Schritte nach draußen. Das gefällt mir ganz gut. So, schon langsam sieht es aber zappenduster aus. Hier, du bekommst eine Kopfnuss. Und dein Kollege auch. Hey, die stehen wieder auf. Die stehen doch tatsächlich auf, diese Moas. Man nannte sie Moas. Hey, wer ballert hier? Ah, hier drüben. Nur, wo ist der Boss? Welle abgeschlossen. Ich dachte auf dem Bildchen, das war ein Boss oder so. Die fette Herausforderung, gib sie mir. So, wie kann ich mich hier irgendwie... Ah, okay, so geht das. Jawohl, ja. Besser geht's ja gar nicht. Die Stelle gebe ich nicht mehr her. Die gefällt mir. Ah, so ein Fliegevieh. Ob man den treffen kann? Komm schon, der muss zuerst sterben. Sehr gut. Und der gehört auch nicht zu uns. Schilling, du Camper, aber gegen... Oh, oh, wow. Aber gegen Gegner ist mir das vollkommen egal. Genau das ist ja auch die nette Sache. Wenn jetzt ein Team-Member, sagen wir hier, campt und er dadurch uns, also unsere Gruppe, zum Sieg führt, würde keiner irgendwie meckern. Hey, Commander 1991, du Camper, hör auf zu campen. Nein, 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 da meckert keiner. Aber wenn es dann ums Team-Deathmatch oder so geht, ja, ja, dann Camper, du Camper-Noob, hör auf da zu campen und so. Genauso wie, du Pay-to-Win-Noob, du kannst nichts, du Banker und keine Ahnung was. Aber wenn dann die Leute mit einem spielen, da freut sich jeder. Ja, der bezahlt auch echtes Geld. Wir schaffen das und so weiter. Das sind sogar die Voraussetzungen teilweise, dass man mal was gezahlt haben muss oder eben schon Ausrüstung XY. Ja, ja. Diese Doppelmoral. Die Wellen wollen ja gar nicht aufhören. Haben wir da doch nicht die richtige Wahl getroffen, Team? Was haben wir getan? Die Gegner nehmen gar kein Ende. Oh, weg mit dir. Unser Teil hier zur Verteidigung ist noch auf 100%. Das wird hoffentlich auch so bleiben. Hey, 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 hey. Geh doch down. So, hier kommt noch einer. Nein, hier drüben. Eine Hornisse. Die ich zerschisse. Was machst du hier? Hey, das kann ich auch. Denkst du, das kannst nur du? Ah, da liegt jemand drin. Moment, wenn das hier nicht so krass spiegeln würde.
Der Ötzi! Man hat ihn gefunden! Der Ötzi, natürlich! Er ist wieder aufgetaucht. Ist das da hinten eine Modifikation oder nur Munition? Ich glaube Munition. Keine Modifikation. Kann man die in die Luft sprengen? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Hey, ruhig ist es geworden. Wo sind die Wellen? Hier kommt die nächste. So, zuerst mal die Sumsebiene wegmachen. Dann hier drüben den Camper. Und von hinten werde ich beschossen. Wow! Das war... Das geht ab. Okay, genug Harlem Shake hier. Ich sehe gerade, dass mir tatsächlich die... Was war das? Hilfe, viel zu weit. Spring doch nicht so weit. Dieses Teil hier ist auf 59%. 50, 48. Oh, jetzt habe ich versagt. Eigentlich war das meine Aufgabe hier, direkt an vorderster Front zu verteidigen. Das geht wohl auf meine Kappe. Ah, das Teil kann sich regenerieren. Spitzenmäßig. So, ich muss jetzt echt mal hier eine kleine Runde drehen und Munition einsammeln. Welche Farbe ist die richtige? Da sind immer nur 20 Schüsse drin. Frechheit. Nimm es, alles. Alles oder nichts. Hm, die kann ich noch nicht so ganz voneinander unterscheiden. Ah, diese blauen, dreieckigen irgendwie. Keine Ahnung, wie auch immer. Welle abgeschlossen, hat wieder ein Mob gefehlt. Da unten ist doch was. Ein eigener. Hier oben liegt was. Was ist das? Schrotmuni. Brauche ich auch nicht. So, nächste Welle kommt. Auf geht's. Los, los, los. Oh, hier drüben. Was? Was, was, wo, 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 wo? 70? Keine Ahnung wo. Ah, hier drüben. Sie kommen. Sie kommen, um uns zu holen. Doch der Schilling wird ihnen den Hintern versohlen. Das funktioniert ja gar nicht so hier, wie ich mir das immer vorstelle. Also diese Viecher mag ich nicht so. Die kleinen ohne Körper, die kann ich nicht so leiden. Die mögen nämlich mein Schwert nicht. Wo ist das Teil hier in der Luft? Oh, mein Team ist so gut. Ich werde immer gezogen, ich werde gecarried. Ohne Ende. Ich kann gar nichts. Und mein Team macht die ganze Arbeit hier. Und jetzt... Ah, viel zu früh. Mann, 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 Mann. Wo ist er hier? Irgendwo warst du. Hier bist du. Boah, was hast du für eine Shotgun? Gib mir. Wirf sie am Boden. Kannst du nicht irgendwie... Drück mal. Alt F4 oder so. Damit wirft man Waffen auf den Boden, habe ich gehört. Aber selbst nie ausprobiert. Kann ich hier eigentlich reinlaufen? Wow, 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 wow. Alles easy. Ich will ja gar nicht hier rein. Ich will ja gar nicht hier rein. Oh mein Gott, aktuell gibt es so ein Event, wo man irgendwie überleben muss. Okay, Moment. Nochmal kämpfen? Wie lange denn noch? Ich glaube, das mache ich jetzt offscreen hier. Das nimmt ja gar kein Ende. Was ich noch sagen wollte, es gibt so ein Event, wo man überleben muss. Da bin ich noch zu niedrig vom Level her. Und da steht gerade im Chat, dass sie gleich die... eine Stundenmarke durchbrochen haben. Hier, irgendein Team. Heftig, heftig. Okay, also ich werde hier jetzt mal weiterballern. Keine Ahnung, wie lange das noch geht. Die farmen hier anscheinend ohne Ende. Ja, da mache ich einfach noch ein bisschen alleine weiter. Und zwar, bis es dann beim nächsten Mal weitergeht aus der Welt von Warframe.